Jeder von uns stand schon mal auf einer Waage. Aber nicht nur zu Hause und beim Arzt kommen Waagen zum Einsatz. Zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der Industrie. Aber auch beim Thema Klimaschutz spielen Wiegesysteme eine wichtige Rolle. Wie smarte Wiegesysteme und Big Data zum Klimaschutz beitragen können, das wollen wir heute hier in Süglohn bei der Firma Freund herausfinden. Wir sind ja heute hier, um über smarte Wiegesysteme zu sprechen. Und da würde mich interessieren, wie können denn Daten und smarte Wiegesysteme uns dabei helfen, CO2 einzusparen? Das Stichwort ist Prozessoptimierung, datenbasierte Prozessoptimierung. Wir nutzen hier die Wiegedaten und auch andere Daten, die wir zusätzlich aufnehmen, um Prozesse beim Kunden zu optimieren. Was bedeutet das? Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Kunden Baumaschinen betreiben oder LKW und damit Fahrten zu Fahrzeugwagen machen. Wenn Sie zum Beispiel eine Freund-Radladerwaage einsetzen, kann man diese Fahrten zu Fahrzeugwagen dann eliminieren im besten Fall oder eben auch einschränken, sodass viel weniger Diesel verbraucht wird und dann auch viel weniger CO2 ausgestoßen wird. Wir haben ja jetzt auch das Beispiel angewandt, wo Sie beiden zusammen im Forschungsprojekt miteinander arbeiten. Wollen Sie dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Worum geht es bei dem Projekt? Ja, sehr gerne. Also im Forschungsprojekt angewandt kam es eben in zahlreichen Workshops zu unterschiedlichen Ideen für Geschäftsmodelle. Unter anderem in unserem Fall, die Firma Kienzhofer ist Entwickler und Produzent von Anbaugeräten für Ladekrane und Baumaschinen. Unter anderem produzieren und entwickeln wir eben auch Container-Entleergeräte, wie sie in der Altglasentsorgung zum Einsatz kommen. In der Verbindung im Forschungsprojekt angewandt, kamen wir dann eben zu der Idee, durch Kombination einer entsprechenden Wiegeeinrichtung, wie das Unternehmen Freund herstellt, könnten wir zukünftig die Wiegedaten beim Containerentleeren messen und in Zusammenarbeit oder im Zusammenspiel mit einem GPS-Sensor, der den Standort nachweislich ermittelt oder übermittelt, könnten dann eben exakte Daten der Verwiegung, also die Masse und der Standort zusammengefasst werden, sodass zukünftig daraus statistische Herleitungen sich ableiten lassen, die dann eben ein effizienteres Routenmapping für die Entsorgung möglich machen würde und könnten eben Leerfahrten und unnütze Fahrten komplett eliminieren, sodass wir dann eben auch wiederum weniger CO2-Ausstoß produzieren könnten. Das ist ja jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Sie haben angesetzt bei der Altglasentsorgung. Haben Sie dann noch weitere Bereiche, wo Sie jetzt auch schon mit den Gedanken spielen, diese Technik dann künftig vielleicht auch noch einzusetzen? Oder ist es jetzt sehr speziell in diesem Fall? Also aus Sicht von Freund ist genau dieses Thema, Daten zusätzlich zu den Wiegedaten zu erheben, auch für andere Kunden sehr interessant. Das muss nicht unbedingt nur der Glascontainer oder nur die Entsorgungsbranche sein, sondern wir können uns das auch sehr gut im Bereich der Baumaschinen, im Bereich der Gewinnung vorstellen, wo man dann eben andere Daten mit dem Wiegedatum kombiniert, zum Beispiel den Kraftstoffverbrauch, der bei einer der am Radlader anfällt und der am Ende dann die Effizienz der Beladevorgänge auch abbildet, sodass man dort auch dann optimieren kann. Warum sind Sie davon überzeugt, dass Sie auch in 10 Jahren noch in dieser Situation sein werden mit dem Unternehmen Freund, dass Sie so erfolgreich am Markt tätig sind und trotzdem immer weitermachen, neue Innovationen entwickeln? Freund ist davon überzeugt, dass wir auch in 10 Jahren am Markt sind, weil wir einfach dieses Thema Transformation, digitale Transformation, sehr ernst nehmen. Wir schauen danach, was es für uns bedeutet, für unsere Kunden bedeutet, wenn wir hier immer mehr Digitalisierung mit hineinnehmen in die Prozesse, in die Abläufe. Und daraus leiten sich dann auch neue Produktideen ab. Ein Beispiel dazu vielleicht, wie denn dann auch Produktideen entstehen bei uns. Wir haben dieses Verfahren komplett geöffnet für jeden. Jeder Mitarbeiter kann hier eine Produktidee einspeisen. Wenn er also bei einem Kunden eine schöne Problemstellung zum Beispiel sieht oder aus einem anderen Grund eine Idee entwickelt hat, kann er die bei uns einreichen. Und die wird dann tatsächlich in einem Gremium bewertet, betrachtet.
und schaut, ob die wirklich kommerziell auch interessant sein könnte oder strategisch interessant sein könnte. Auch das kann ja ein ausschlaggebendes Argument sein. Und dann wird so eine Idee dann auch umgesetzt, wenn sie genehmigt wird. Also neue Ideen mitzunehmen, sich zu öffnen, ist ein wesentlicher Punkt dabei, dann auch in 10 Jahren wettbewerbsfähig zu sein. Freund ist ja auch Mitglied der Initiative Industrie. Und warum sind Sie davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich vor Ort mit anderen Unternehmen zu vernetzen und auszutauschen? Ich würde es ein bisschen trennen noch. In den Forschungsprojekten haben wir über die Vernetzung mit Firmen, mit denen wir vorher nicht zusammengearbeitet haben, auch immer wieder neue Aspekte hereinbekommen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt dabei. Herr Spavel nickt schon. Ich glaube, das wird die Firma Kienzhofer ähnlich bewerten. Um einfach neue Ideen, auch andere Blickwinkel mal aufzunehmen. Denn jede Firma ist natürlich auf gewissen Pfaden unterwegs erst einmal. Und dadurch, dass man sich mit anderen kurzschließt, kann man da nochmal den Blickwinkel verändern. Der zweite Aspekt ist für mich die Arbeit in Verbänden, wo es dann darum geht, auch wirklich für uns auch darum geht, hier im lokalen Bereich, in der gleichen geografischen Lage auch Partner zu finden, mit denen man zusammenarbeiten kann. Auch das vor dem Hintergrund, also Freund hat das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein auch mit in der Firmenstrategie, in der Unternehmenskultur verankert. Wenn wir also Zulieferer finden, die hier in der Region sind, haben wir auch da kurze Wege, weniger Emissionen. Das ist für uns schon ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass Freund natürlich in der Region auch tätig ist und da andere Partner sucht. Aber Freund ist ja nicht nur hier in der Region tätig. Welche Rolle spielen internationale Märkte für Ihr Unternehmen? Oh, die spielen eine große Rolle. Wir sind in 38 Ländern vertreten und bieten dort auch unsere Produkte an. Und vielleicht noch in umgekehrter Richtung gedacht, der Verkauf im internationalen Bereich, der hat auch Auswirkungen auf die eigene Produktentwicklung. Nicht nur wegen Sprachumschaltung oder Ähnlichem, sondern auch im Hinblick darauf, dass man Produktvarianten speziell auch für andere Märkte, für andere internationale Märkte dann entwickelt. Vielen Dank für das nette Gespräch und dass ich heute hier einen Einblick in Ihre Unternehmenswelt kriegen konnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Klimaschutz durch Digitalisierung, so funktioniert's.